und wir greifen jetzt in der Runde einfach an. Umso schneller wir die weg haben, umso weniger nerven uns die Barbaren. Ganz ehrlich, lieber erst die Stadt und dann die Barbaren, weil bevor uns die Barbaren machen und in der Zeit die Stadt noch stärker wird, weißt du? Verstehst du, was ich meine? Das ist gerade so meine Idee. Ja. So. Wir sind dran. Hier Bogenschützen erstmal, hier können wir nach unten bewegen. Sagen wir, die sollen hier noch einmal Bogenschützen. Bogenschützen überleben wir uns ja nicht lange. Die überspannen ständig den Bogen. Genau. So, und wie wir sehen wir, dass die Stadt hier gerade ziemlich am Zerfallen ist. Da haben wir jetzt einmal alle Truppen raufgehetzt. Alle gleichzeitig natürlich. Ja, und guck dir das an, Frank. Guck dir das an. Mhm. Wir haben Petersburg gleich eingenommen, ist so genial. Es ist so genial, da fehlt echt nicht mehr viel. Es ist so genial. Da blüht doch das Gamerherz auf, oder? Da blüht es doch auf. Ah, geil. Trotz der Barbaren. Ja, die Barbaren habe ich, einen Barbarentrupp habe ich jetzt schon. Es steht jetzt noch einer, okay, der hat Eisenschwerter, aber... Gut, Petersburg haben wir auf jeden Fall. Und dann ziehen wir gleich weiter in die letzte Stadt, damit wir die weg haben. Stendur fyrir þér. Aldrei var viking slík lands né lagar. Ertu hræddur? Aber stell dir mal vor, wir haben Russland dann komplett von der Karte. Und dafür stehen da überall unsere Städte. Weggefickt. Vor euch steht Harald Sigurdsson. Okay, Norwegen, war klar. Ein Wikinger, wie ihn kein Land und kein Meer je gesehen hat. Ha! Er zittert. Ja, schon. Ich freue mich, euch kennenzulernen. Na klar, könnt ihr in unsere Hauptstadt kommen und uns nerven. So. Gut, die Stadt, egal wie doll in Anführungszeichen, die sich noch hochhält, wir haben gewonnen. Können jetzt machen, was sie wollen. Und die Barbaren sind so dumm, die greifen natürlich das dem Verein an, der am wenigsten Schaden ausrichtet. Das ist halt das Traurige, dass die Barbaren halt wirklich dumm und Stück Scheiße sind. Na, ein Glück, dass die nicht so smart sind. Ja, aber... Zack, und Petersburg ist weg, Frank. Petersburg ist weg, wir haben Petersburg eingenommen. Katsching. Nee, haben wir nicht, warte. Einen müssen wir noch aufhetzen. Hetzen wir mal... eigentlich den Schwächsten rauf, ja. Damit uns ihn nicht selber zerstören. So, fortfahren. Drin. Gut, dann gehe ich mit den anderen Barbaren jetzt schon mal auf die andere Stadt. Ich könnte jetzt ja Frieden bieten, ja. Wir sind ja gerade im Krieg. Könnte ich mal gucken, wie viel Geld er derzeit hat? Er hat derzeit... Ah ne, ich kann Russland gar nichts bieten, ja. Weißt du, das Problem ist halt bei Russland, die haben ja nichts mehr, die haben noch eine Stadt... Und die Hauptstadt hat eine Verteidigung von 25. Das heißt, egal mit was für einem schwachen Team ich da jetzt raufgehe, wir haben Russland praktisch erledigt. Stadt behalten, Stadt vernichten. Behalten, würde ich sagen, oder? Frank? Mhm. Gut. Stadt behalten, würde ich sagen. Alter, warte mal. Ich möchte hier einmal kurz Escape. Einmal so ein Spiel kurz hier raus switchen. Zack. Wir nehmen auf seit 1/3 Stunde. Und ich will jetzt hier nicht zu große Behauptungen anstellen, aber ich behaupte einfach mal,
Das ist die kriegerischste Aufnahme, die wir haben. Das war eigentlich damals schon die gegen Arabien, ja, die war ja schon unheimlich kriegerisch. Ja? Mhm. Aber da hat es nicht geklappt. Das Problem ist, gegen Arabien hat es nicht geklappt und wir sind hier bei Weitem noch nicht so weit, ja. Wir haben ja bei Weitem noch nicht so viel geschafft. Aber du musst es hier halt auch so sehen, wir haben hier viel mehr Angriffsmöglichkeiten. Guck mal, wir konnten Russland jedes Mal einmal umzingeln, einmal um die ganze Stadt stellen, angreifen rundherum. Damals bei Arabien war es so, da war ein so ein kleines Nadelöhr, wo man durch musste und das war einfach nicht zu schaffen. Mhm. Es macht mir hier tatsächlich mehr Spaß, weil wir viel mehr Möglichkeiten haben. Na ehrlich, wenn wir die letzte Stadt von Russland nicht bekommen, also dann beende ich das Let's Play. Also, das ist ja... Also wenn wir das nicht schaffen ohne Spaß, dann wäre es traurig. So, und dann würde ich sagen, zu guter Letzt würde ich denn... Ich weiß nicht, wollen wir probieren, denn China hier noch einzunehmen? Gut, die haben zwar eine unheimlich starke Stadtmauer und so, aber vielleicht nicht stark genug, ja? Man weiß ja nicht. Das stimmt. So, Forschung, ich würde sagen, Steinmetzkunst, damit wir eine schöne Stadtmauer errichten können. Mhm. Zack, die hier. Einmal nach unten bewegen. In irgendeiner Stadt können wir was produzieren. Ach, und der hier. Das ist ja genial. Okay, das dauert natürlich wieder alles Jahre, was wir machen können. Speer dauert 12 Runden, dann machen wir doch tatsächlich mal den. Zack, der hier. Und da oben ist Paris. Alter, Paris, die sind ja mal gut aufgestellt, ja, mit Stadtmauer und so. Ja, schon mal vor, wir würden tatsächlich hier oben Xinjiang noch machen. Dann hätten wir das noch, den Fleck. Dann wären wir einfach so groß ausgebreitet und dann müssten sich eigentlich unsere Städte alle nur noch vereinen. Dann würde ich sagen, müssen wir einfach mal ein paar Runden wirklich ausschließlich, wie heißen die? Frank, wie heißen die? Bautrupps machen. Ein paar Runden. Wirklich Trupps, ausschließlich genau. Bautrupps. Und so, dass die Städte sich halt wirklich vereinen und einfach, dass das ein Riesenfleck wird. Mhm. Ich stelle mir vor, wie gigantisch das wäre. Das wäre natürlich nicht schlecht. Aber das muss man die Städte natürlich erstmal ausbauen. Wir werden jetzt einfach im ganzen Land gefürchtet. Über die Grenzen hinaus werden wir gefürchtet. So, die können wir befördern und zwar auf. Zack. Lass mal hier los. Ach, wir gehen hier so schnell wie möglich in die Richtung. Zack. Zack. Jetzt haben wir so viele militärische Einheiten und brauchen die praktisch gar nicht mehr. Aber okay, das möchte ich auch nicht behaupten. Weil es kann ja ganz schnell mal sein, dass wir angegriffen werden, weil unsere Städte hier oben, die sind gerade sehr verloren aus irgendwie. Also wenn da jetzt jemand angreift, sind wir am Arsch. Ja. Aber gut, Kornspeicher reparieren. Okay, der. Achso, ja, wir haben die Stadt ja eingenommen. Da wird er kaputt gegangen sein nebenbei. Dauert nur 3 Runden, den zu reparieren. Da geschossen. So ein Mist. Zack, die hier. So, wir marschieren hier schon mal ein. Hallo? Mal eine bessere Position nämlich. Ach, ich weiß nicht, sollen wir schon Richtung China lieber gehen, langsam mit manchen Truppen? Erstmal müssen wir die da oben platt machen. Pass mal auf, ich gehe jetzt mit der einen oder anderen Truppe schon mal Richtung China. Ja. Weil ich denke, das macht ja jetzt keinen Sinn mehr, hier alle nach hier unten zu schicken, damit wir einmal über die ganze Map dann nochmal rennen können. Weil, okay, die haben jetzt eine Verteidigung von 28, aber das wird eh nix. Also die, ich denke nicht, dass die eine Chance gegen uns haben. Gut. Wir sind inzwischen schon fast an Christis Geburt angelangt. Oh. Ja. Ja, wir haben heute aber auch so viel aufgenommen. Wir sind jetzt schon fast bei 2 Stunden durchgängig aufnehmen. Aber so muss es ja sein. Eure Hoheit, wir haben Grund. Wenn Kriegsgetös. Steinmetzkunst haben wir. Gut. Ähm.
Mich erstaunt das tatsächlich, wie gut wir militärisch im Vergleich sind. Aber vielleicht ist es auch so vom Spiel so ein bisschen vorgesehen, weil Indien ist ja jetzt so kriegstechnisch eigentlich, muss man sagen, nicht so das Land. Ja? Also was Militär und so angeht. Wohingegen Amerika, militärisch eigentlich, schon etwas größer ist, um es mal vorsichtig zu formulieren. Oder? Mhm. Vielleicht ist es wirklich so vorgesehen. Und hier um die Hauptstadt werden erstmal ein paar Stadtmauern gebaut. Ja? Dann ist es ja noch verreckt. Und tatsächlich probiert Russland hier noch ganz, ganz traurig mit ein paar Bautrupps irgendwas zu reißen. Russland, merkst du was? Es bringt nichts mehr. Na, ja, vielleicht bauen die noch was Schönes. Ja, ist denn für uns, ja. Hm, toll. Mhm. Aber ich denke ja immer, mit Russland. Und Russland, das bringt nichts. Ich glaube, hier oben ist aber auch schon das Zipfelchen der Erde erreicht. Gut, hier ist einfach, pass mal auf, man muss einfach sagen, hier ist eine riesige Fläche und egal, wo wir hinfahren, hier sind überall Grenzen von, wie heißt das Land? Es tut mir leid, ich muss nicht mehr, das Skytanreich. Wie wird das ausgesprochen? Skytanreich. Wo sind wir? Skyten. Ach, keine Ahnung, ist mir auch egal. Die hier auf jeden Fall. Ist eine Frau oder so, Mann? Die Tante. Achso, ja, ist gar nicht so genau zu sehen, ja. Aber hat Brüste. Achso. Fette Männer haben auch Brüste. Ich habe auch bald welche. Wollt ihr sehen? Hier, warte. Wollt ihr sehen? Nee. Entschuldigung. Ganz unprofessionell hier mal kurz die Cam angemacht. Ach, Mann. Schön, wie das hier mit den Handelswegen funktioniert. Hier oben in der Stadt. Ich, weiß nicht, soll ich mir oben Stadtmauern reinbauen oder erstmal nochmal ein paar Handwerker? Oder? Also Stadtmauern oder Handwerker? Sag ich mal, nee, ich nehme ja das zur Verfügung stehend. Mhm. Was nehmen wir? Ich würde das mal einen Handwerker machen. Okay, dann machen wir die Stadt noch ein bisschen größer und dann, wenn sie militärisch beeindruckend ist, dann machen wir hier Stadtmauern. Die Stadt. Hä? Okay, dann bauen wir hier. Weiß nicht, die Stadt hier ist eigentlich überhaupt nicht bedroht. Hier ist ja praktisch gar nichts. Ja, gar nichts. Es wäre ja eher logischer, hier noch was zu bauen. Okay, dann bauen wir hier noch. Wie lang? Machen wir ein paar Schwertkämpfer hier. Sagen wir in die Richtung. Und mit denen hier gehen wir dann mal darüber. So. Aber die probieren jetzt tatsächlich militärisch sich noch mal auf einen guten Ast zu bringen, ja. Schon bevor es funktioniert. Ja. Und die kriegen uns dann doch noch. Ah, ich bezweifle es, oder? Oder? Guck mal, wie viel Militär wir haben und wie wenig die haben und vor allem wie viel, wie wenig Verteidigungsstärke die haben. Hm? Ja, wo sollen sie es ohne hernehmen? Ja, also, aber eigentlich, also, ich will jetzt nur gerade meine eigene Angst nehmen, weißt du? Was sagst du? Du sagst auch, wir schaffen das, oder? Das packen die nicht mehr. Danke. Ey, wo wollen die jetzt so schnell noch Einheiten ausbilden? Ja. Schon ist noch eine Stadt. Und die ist tatsächlich nicht ganz so gut. Natürlich die Frage, greifen wir nachher an China erst hier unten oder erst da oben, Mann? Erst das gute Dende schlecht oder erst das schlechte Dende? Für China wird's natürlich schwer. Ja, mit China wird's schwer. Da will ich auch auf jeden Fall noch einige Runden warten, aber irgendwann würde ich China schon gerne machen, weil das, ich finde, das ist das Einzige, was hier unten unseren guten Fleck Natur noch irgendwie
Weil die haben Stadtmauern und wahrscheinlich sehr gute Einheiten. Ja. Oh Mist. Mein Hals ist... Es geht dem Ende nahe. Ich denke mal, wir sollten... Aber... Ist noch lange kein Grund, jetzt aufzuhören. Wir hören auf irgendwann, aber nicht jetzt. Oh fuck, ich hab gerade aus Versehen angegriffen. Scheiß drauf. Ist gar nicht so schlimm, weil wir sind halt echt schlecht. Was? Oh, jetzt hab ich aus Versehen. Ach, dieser automatische Switch, der nervt manchmal echt. Los, nächste Runde. In der nächsten Runde haben wir Russland auch. Muss ich heute einmal alles auf Russland drauf und dann haben wir die auch. Oder? Ja. Das dürfte nicht mehr schief gehen. Selbst wenn unsere Truppen jetzt sterben, dann haben wir wenigstens mal wieder, kriegen wir wenigstens mal wieder ein Plus an Geld. Außerdem haben wir noch so viele Truppen in der Hinterhand. Selbst wenn die sterben, würde das keine Verluste für uns geben. Aber ich glaube, wir sind gerade eh am Gewinnen. Einheit benötigt Befehle, die hier. Gut, die schicken wir jetzt auch schon mal. Ich schicke jetzt tatsächlich schon mal ein paar einige Einheiten Richtung... Richtung China, nicht weil ich jetzt schon vorhabe, was zu machen, sondern weil ich irgendwann halt mal vorhabe, was zu machen. Und ach, die chinesische Mauer. Die chinesische Mauer in Amerika, das wäre doch mal eine Schlagzeile, oder? Ja. Ja? Und das ist eigentlich mein Ziel. Ah, und so kann ich dann auch irgendwann mal eine Folge nennen. Das wäre halt mein Ziel. Das ist noch viel eher mein Ziel. Ja. Oh, hier ist ein Dorf. Runde überspringen. Nächste Runde. Gut, die Stadt, die hat keine Chance mehr. Was ist hier gerade passiert? Verteidigung ist besser als Opulenz. Gut, wir haben jetzt Politik, Verteidigung irgendwie, aber die ändere ich mal nicht. Feudalismus, Drama und Dichtung, Marinetradition oder Militärausbildung? Dadurch, dass du China eingreifen willst, würde ich Militärausbildung nehmen. Gut. Ob hier noch mehr Truppen sind. Da China hat auch einige Truppen einfach mittendrin zu stehen, ja. Also sind auf jeden Fall eine bessere Verteidigung als Russland haben, ja. Muss man einfach zugeben. Naja, die sind schon sehr gut. Die Städte sind größer, die haben Stadtmauern. Und da stehen halt ein Haufen Typen drin, ja. Also die platt machen, das wird sehr, sehr das schwer. Das wird, ja, auf jeden Fall wird es sehr schwer. Zack, aber Russland ist jetzt erstmal mein. Ich bin besiegt. Das Leben ist eben kein Kinderspiel. Frank, wir haben Russland, wir haben Russland. Russland ist unser. Auf Wiedersehen. Geil. Ihr werdet ein guter Spartaner. Standhaft, stark und mutig. Jetzt sind wir beide auch noch beliebt. Also Griechenland würde ich nie angreifen, weil wir einfach beliebt bei denen sind. Auf Wiedersehen. Gute Naturwunder haben wir noch entdeckt. Neben Russland, was die Russen einfach nicht entdeckt haben. Gut, selber schuld. Ach, geil. Geil. Aus dem Ersten Weltkrieg aus... Also... Mehr oder weniger kurzzeitig ausgetreten, die Russen. Und, weißt du, für Civilization 6 schaffen sie es nicht mal in die Nähe des Ersten Weltkrieges, weißt du?
Mhm.